Klartext. Ich seh mir hin so vieles an, so vieles, was ich nicht begreifen kann. Wer sagt die Wahrheit und wer lügt hier nur in dieser tollen Willkommenskultur? Der einfache Mann spricht die Wahrheit nur, aber Vaterstaat, der belügt uns jeden Tag. Du mach einfach mal den Fernseher an, da siehst du echt den ganzen Größenwahn. Nachrichten gibt's nur nach Merkels Zensur, da machen wir nicht mit, denn ihr verarscht uns nur. Der einfache Deutsche ist hier total verkehrt, er ist im eigenen Staate nichts mehr wert. Ich seh mir hier so vieles an, so vieles, was ich nicht begreifen kann. Wer sagt die Wahrheit und wer lügt hier nur zu dieser tollen Willkommenskultur? Der einfache Mann spricht die Wahrheit nur, aber Vaterstaat, der belügt uns jeden Tag pur. Die Meinung sagen ist nicht mehr erlaubt, das ist es, was der Staat so gerne glaubt. Halt die Fresse, Deutscher, und schweige still. Egal ob vergewaltigt wird oder gekillt. Stillhalten, hinnehmen, was um uns geschieht. Das ist es, was man von uns will. Ich seh mir hier so vieles an, so vieles, was ich nicht begreifen kann. Wer sagt die Wahrheit und wer lügt hier nur in dieser tollen Willkommenskultur? Der einfache Mann spricht die Wahrheit nur, aber Vaterstaat, der belügt uns jeden Tag pur. Und lehnt sich auf das Volk, geht auf die Straßen, wird so dargestellt, dass gegenseitig sie sich dann hassen. Jeder Deutsche ist dann gleich ein Nazi-Schwein. Das geht so weit, nein, das darf nicht sein. Der Täter ist Migrant mit schlimmem Hintergrund. Der Deutsche aber, der ist tot. Na und? Ich seh mir hier so vieles an, so vieles, was ich nicht begreifen kann. Sagt die Wahrheit und wer lügt hier nun in dieser verkackten Diktatur? Für mich stellt sich nicht die Frage, wer hier lügt. Merkel ist es, die uns das Volk betrügt. Für mich stellt sich nicht die Frage, wer hier lügt. Merkel ist es, die uns das Volk betrügt.